Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und in diesem Video zeige ich euch etwas von Star Wars. Heute geht es um Episode 2 und zwar die Battle Arena. In diesem Teil möchte ich über die Kreaturen der Battle Arena sprechen bzw. euch zeigen. 2002 kamen alle drei Kreaturen heraus in der Star Wars Saga Collection, also in irgendeiner der Phasen. Und also mir haben diese Waves eigentlich schon gefallen, also die späteren Phasen, obwohl dass sie bei Sammlern umstritten ist, vor allem bei den Figuren, aber es bloß nebenbei. So, als erste Kreatur sehen wir das Reek. Eigentlich ein Fleischfresser, wie hier an den Zähnen zu erkennen ist. Aber es wurde mit Fleisch gefüttert, daher diese rote Färbung, so als Hintergrundwissen. Dieses Reek hat bewegliche Beine, hier mit einem Knackmechanismus, hat aber folgende Bewandtnis, weil es hinten, er hat eigentlich so einen Action-Feature. Die hinteren Beine sind so beweglich. Der Kopf ist etwas lose aufgehängt und an der Unterseite sieht man hier ein Batteriefach und hier einen Knopf. Und zwar, wenn man diesen betätigt, kommt ja diese Angriffsfeature zum Vorschein, zusammen mit einem Geräusch oder Angriffsgeräusch. Man sieht auch, wie der Kopf nach oben geht. Also mit anderen Worten, wenn ich dem da unten an die Genitalien fasse, dann schreit er. Würde ich auch, ehrlich gesagt. Also er tut dann noch ein bisschen nachstöhnen. Und wenn man den Kopf bloß leicht bewegt, kommen auch noch leichte Geräusche. Auch das Gesicht finde ich gut modelliert. Die Hörner, die Strukturen. Hier der angedeutete Ring. Und wie gesagt, das Maul. Also ist jetzt nicht zu bewegen, aber ich finde das für die Figur klasse gemacht. Und für die Arena, die ich da später irgendwann auch nochmal zeige, einfach eine schöne Bereicherung. Die zweite Kreatur ist der sogenannte Nexu, eine Art Raubtierkatze, welche geschmeidig und wie einem Tiger nachempfunden oder Leoparden eigentlich durch die Gegend kriecht. Diese lief unter Deluxe-Figuren und war auch in einem kleineren blisterartigen Karte. Die Haare oder die Borsten hier hinten, sie sind wirklich weich und hier auch die Krallen sind schon ein bisschen scharf. Und hier auch hier unten sieht man ein Batteriefach, ein Lautsprecher und auch die Unterseite von den Tatzen sind irgendwie schön gestaltet. Des Weiteren die Strukturen hier des Fells angedeutet. Und das Gesicht mit den vier Augen, da oben die Nase, die Nüstern und das Maul, welches auch zu öffnen ist. Die Zähne, die sind hier separat bemalt und auch ungefährlich weich. Der Schweif hier hinten ist beweglich mit einer Art Draht in den Seite, ebenso wie der geteilte Schweif hier hinten an den Enden. Und so kann man dann zum Beispiel eine Figur backen und hineinstecken. Ich zeige es ja mal auf Bildern, muss ich erst noch vorbereiten. Okay.
Das eigentliche Feature hierbei ist, dass er hier unter der Wunde, welche von dem Reek gemacht wurde und halt hier mit Verwendung fand, einen Knopf hat. Und den kann, wenn man drauf drückt, also kommen verschiedene Sounds. Und des Weiteren, wenn man auf die ins Maul drückt, in die Zunge, auf die Zunge, also hat schon tolles Spielfeature und da hat sich Hasbro noch was getraut, finde ich. Hat Elektronik reingesteckt für wirklich nicht viel Geld damals und heutzutage alles überteuert und keine Elektronik drin. Das dritte und größte Biest ist das Eggly oder die Eggly, oder Eggly. Ich hatte gehofft damals, dass es auch Soundeffekte hat, was aber leider nicht gegeben war. Aber nichtsdestotrotz eine interessante, imposante Figur. Mit auch sehr viel Spielfeatures. Hier zum Beispiel das Maul. Durch Betätigen des Schildes hier oben. Und die ganzen Beine sind separat angebracht. Und haben Gelenke drin. Hier nochmal und auch hier die Handfortsätze oder die Krallen. Also man kann es schon positionieren, aber es dauert eine Zeit. Auch hier wird er sehr schön gearbeitet, das Ganze mehrfarbig. Und auch hier hinten der Stachel und das Fell. Also wirklich schön gemacht. Ja. Als weiteres Spielfeature hat es hier an den Vorderklauen nämlich noch eine Greiffunktion. Hier oben mit dem Hebel beiden Seiten, wo man dann Obi-Wan oder sowas reinstecken kann. Ne, bloß an der einen Seite. Hier ist es lediglich was anderes. Aber das ist noch nicht alles. Der Bauch hier unten hat noch eine versteckte Luke. Zack. Und das ist etwas barbarisch, und zwar hat er im Film Obi-Wan nicht nur den Stab benutzt im Kampf gegen das Eggly, der hier dann im Maul zerbrochen wurde, sondern hat dann mit dem Lichtschwert hier unten letztendlich den Bauch aufgeschlitzt. Und man sieht hier sogar den Rippen, angedeuteten Rippenbogen, welche aufgerissen wurden. Und dann war hier noch ein Teil dabei. Und zwar hier ein gummiartiges, lappriges Innereien-Gemisch mit Herz, Darm und was auch immer noch. Mit der Zeit wird es sehr, sehr brüchig und man sollte aufpassen. Ich habe das hier hinten schon mal geklebt gehabt. Aber ich finde es einfach klasse. Ja, für Kinder natürlich, naja, gut, aber okay. In der 30th Anniversary Collection gab es ein großes Battle Pack.
und zwar Arena Encounter, wo die Figuren bzw. die Tiere, die Creatures mit ein paar Actionfiguren nochmals hineingepackt wurden. Dieses Teil ist wirklich massiv. Und schauen wir mal. Und es unterscheidet sich schon die Tiere von denen. Es wurde hier gänzlich auf die Also leider wurde hier bei den Viechern und Kreaturen gänzlich auf die Elektronik verzichtet und lediglich neu angemalt. Ebenso wie hier der Nexo, der hier an der Seite hier keinen Knopf hat. Aber das Fell ist auch anders angemalt worden. Und auch der Eckley wurde hier unten verschlossen gehalten. Dennoch, die Battle Pack hier ist schön auf die Aufmachung. Teilweise mit alten Figuren regepackt hier, die aus der 2002er. Und mit einer ganz neuen Anakin Skywalker, ne, das ist auch einer, alter, okay, mit Action Feature, genau. Also hier hinten die Hinterseite noch gezeigt, die Figuren und die Kreaturen in Aktion. Hier sitzt Anakin auf dem Reek. Obi-Wan kämpft hier gegen das Eggley. Und hat hier unten die Verdeckung angedeutet, weiß aber nicht, ob die Innereien dabei sind. Und auch hier noch ein paar Filmbildchen von den Charakteren, die da dabei sind. Und hier noch ein bisschen Werbung auf der Unterseite von den wirklich grandiosen Toys, die in der 30th Anniversary Collection herauskamen. Figuren, die es noch nie gegeben hatte, bis hin zu Neukreationen aus der Clone Wars Reihe, zu Macquarie Konzeptfiguren, Schiffe teilweise neu aufgelegt, teilweise neu herausgekommen. Also es war eine schöne Zeit. Nicht überteuert, Neukreationen, keine Repacks. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!